Willkommen zurück zu Submerged. Ja, Folge 7. In der letzten Folge haben wir ja weitere Geschichten der Stadt entdeckt. Und das werden wir jetzt natürlich auch tun. Wir werden natürlich auch versuchen, wieder ein paar Monumente, vielleicht auch ein paar neue Kreaturen entdecken. Und wir haben in der letzten Folge ja auch schon wieder so einen Golem getroffen oder beziehungsweise gesehen aus weiter Ferne. Die machen mir mittlerweile ein wenig Angst, weil die sehr, sehr häufig momentan auftreten. Und da lassen wir uns einfach mal überraschen, was da noch auf uns wartet. So, ich jetzt erstmal in die Richtung fahren. Denn da oben sind noch zwei Bücher, die wir uns jetzt natürlich holen werden. Und die Delfine sehen auch nicht mehr so gesund aus, so wie das aussieht. Was man so sehen kann. Und der Rochen auch nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier irgendwas im Wasser ist. Was ja nicht nur die Tiere krank macht, sondern anscheinend vielleicht uns auch. Und das wäre natürlich nicht so toll, denn unser Bruder braucht uns ja. So, hier haben wir noch was auf dem Gebäude. Was steht denn hier drauf? Ken Reef Steel. Ken Reef Steel, ist das richtig? Ich hoffe ja. Ich hoffe mal. Wir werden mal versuchen, Entschuldigung, wenn ich jetzt permanent auf die Karte gehe, versuchen jetzt mal hier rauf zu klettern, weil hier scheinen die Bücher zu sein. Kent Reef Stahl. Kent Reef Stahl. Kent Reef Stahl. Kent Reef Steel. War vielleicht früher eine Werkshalle für Stahl oder so. Weiß es nicht. So. Da geht's rauf. Aber erstmal hier den. Oh. Da sind schon wieder die Wespen. Weg hier! Erstmal gehe ich hier lang. Weil die versperren uns so den Weg. Das könnte natürlich sein, dass hier eins der Bücher liegt, das wir gebrauchen können. Und im Hintergrund haben wir wieder die Brücke gesehen, die wir schon entdeckt haben. Die aber nicht zu den Monumenten gehörte, wo ich eigentlich gedacht hatte, dass sie dazu gehört. Aber dem war leider nicht so. Deswegen bin ich da, ja, nicht enttäuscht, kann man nicht sagen. Aber schon so ein bisschen, ja, traurig. Weil so eine Brücke gehört ja normalerweise eigentlich auch zu sowas. Aber nun gut. Oder das Stadion, was wir da mal gesehen haben. Hätte ich auch vermutet, dass es vielleicht dazu gehört, aber war ja auch nicht so. 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 Und. Uah. Und wie die Täublein da sitzen. Ganz gemütlich. Guru, guru, guru. Sind das schwimmende Tauben? Bonanza. Weites Land, großes Land, la 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 la. Wir reiten immer weiter, Bonanza. Okay, Entschuldigung. Wieder zurück zum Thema. So. Ja. Das waren die Bonanza-Tauben. So. Ist vielleicht da noch irgendwas, weil es eine Satellitenschüssel. Aber ich glaube, glaube er nicht, nee. Aber hier ist ein Buch, haben wir schon mal gefunden. Sehr schön. Riesige Tentakeln um die Stadt und keine Ahnung. So, jetzt aber. So, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch ein. Oh, es fängt an zu regnen.
noch ein Buch hier auf dem Gebäude. Und dann werden wir mal schauen, dass wir danach vielleicht mal ein paar Monumente abfahren. Ist natürlich die Frage, wo finden wir jetzt hier das andere Buch? Um die Geschichte weiterzuführen. Ah, ich muss immer noch so dran denken, wie ich damals angefangen hatte mit Let's Play und so, wo ich noch die Share-Taste benutzt hatte für die PlayStation. Und boah, wie nervig das war, immer so unter Zeitdruck spielen zu müssen, weil da musstest du ja so um die 27 bis 28 Minuten aufpassen, dass du auch rechtzeitig den Share-Knopf drückst, weil sonst ist nämlich die Aufnahme weg. Also Aufnahme futsch. Und hier mit der Elgato und so. Ach, guck mal, die wird ja sogar richtig nass, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Sie wird nass, nass. Und ich bin wieder allein. Nee, und das war natürlich nicht sehr schön und auch nicht sehr förderlich, weil man musste sich ja auch immer ein bisschen mal auf die Uhr gucken und man hatte kaum dann richtig Zeit dafür und nee, das war also nicht sehr schön. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das ist auf jeden Fall schon viel, viel einfacher dann auch mit, viel, viel angenehmer, viel, viel einfacher mit der Elgato Capture-Karte. Jetzt frage ich mich gerade, wo könnte... Ach, da sind noch mehr Bücher. Das sind noch 3 oder 4. Alter Schwede. Ich schau mal eben hier runter die Leiter. Bevor ich jetzt weiter nach oben gehe, erstmal unten gucken. Es könnte ja sein, dass wir hier unten vielleicht sonst... Huch! Was übersehen. You wife, was steht da? You're welcome to nothing you live. You're welcome to nothing you to midnight, oder? To midnight, glaube ich, steht da. You're welcome to midnight, you live? Nee. Okay. Ist ja auch so ein Werbeposter. Na, ob wir da raufkommen? Es leuchtet aber an der Spitze nichts. Ich habe jetzt nochmal gerade geguckt. Ah, guck mal einer an. Das sieht aus, als würde unter Wasser was wachsen. Sind damit vielleicht diese Tentakeln da gemeint? Also diese Blumen? Oder diese Pflanzen? Oder... ist damit was anderes gemeint? Was wir vielleicht noch nicht gesehen haben? Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ihr natürlich, hoffe ich auch. Was uns da alles noch erwartet. So. Alli, hopp. Jetzt müssen wir genau darauf achten, ob wir irgendwo ein Buch sehen. Ich glaube, von da sind wir gekommen, ne? Kann das sein? Ich meine... sind wir von da? Ah ja, stimmt, genau. Da waren ja die Wespen gewesen, die uns ja wieder fast aufgehalten hätten. Stimmt. Das war ja so. So. Da! Ach, guck mal eine an. Guck mal eine an, was da ist. Aber wir könnten auch nach unten, oder? Nein, können wir nicht. Und hier oben müssen wir wahrscheinlich auch hin. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gehe ich? Ich komme aber durch beide Wege nach oben. Ich muss anscheinend auch nach hier, weil rüber komme ich gar nicht anders. Dann gehen wir erstmal hier, damit ich es nicht vergesse. Hui! Ich mag das mit dem Runterrutschen voll. Das merkt ihr wahrscheinlich sicherlich. Und da stehen die Leute an der Klippe und... warten darauf, dass da was wächst oder dass da was kommt unter Wasser? Ist natürlich fraglich, was damit jetzt gemeint ist. So, hier ist jetzt sonst nichts mehr außer alte Paletten. La 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 la. So, hier haben wir wieder ein Überlebenspaket, was ich natürlich erstmal wieder nicht einsammle.
Da sind wieder Wespen. Uah. Ich frage mich, okay, hier rauf kommt. Uah, hallo. Hier rauf komme ich schon mal nicht. Ins Gebäude rein komme ich auch nicht. Hier müssten aber noch Bücher sein. Die Frage ist nur. Uah, ich schaue mal eben so nach unten. Wo? Zwei Bücher müssen das noch sein in die Richtung. Und da fängt wieder die tolle Musik an. Da ist noch was. Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn dorthin? Da müssen wir mal schauen. Müssen irgendwie darüber kommen. So, wir wissen auf jeden Fall schon mal, das müsste die Etage hier sein, wo wir jetzt stehen. Die Höhe ungefähr. Nee, das war vollkommener Blödsinn. Weil hier war das andere Buch gewesen. Und so. Können wir hier dann nochmal irgendwas... Ja? Ah, guck mal einer an. Ein Boot-Upgrade. Und ein Buch. Sehr schön. Sonst irgendwas noch? Ich glaube aber nicht, dass wir da, glaube ich, jemals hochkommen können. Das wäre natürlich voll geil. Weil von da oben würde ich gerne mal die Aussicht genießen. Ja, eine Überlebenskiste. Vielleicht gibt es etwas, was ich kann es verbrauchen. Ich sage ja, die deutsche Synchro, was ich gebrauchen kann. Ein Buch. Und sonst ist da auch nichts mehr. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da rüberkommen. Wir müssen ja irgendwie versuchen... Warum ich hier nach unten kann, verstehe ich auch nicht. Ist natürlich die große Frage, gab es irgendwo eine Abzweigung, die wir übersehen haben? Oder die ich übersehen habe? So, dann schauen wir mal. Allihopp. Allihopp. So. Und allihopp. So. Müssen irgendwie auf die andere Seite gelangen. So, das ist ja quasi jetzt erstmal der Weg straight zurück. Andere Wege gab es jetzt hier so weit. Kamen wir denn hier rüber? Wo kommen wir denn hier? Ah ne, hier kommen wir nur nach unten, ne? Stimmt, von hier sind wir, glaube ich, gekommen. Ich würde doch gerne mal schauen, ob wir... Hier drüben nochmal irgendwie, ob wir da vielleicht doch was übersehen haben. Weil auf der Seite müsste es ja eigentlich sein. Wie kommen wir denn... Da oben drauf ist das. Kamen wir denn da irgendwie lang? Ging es da irgendwie nach oben? Ich weiß das gar nicht. Hier war das Buch, ne? Aber nach oben... Okay, das heißt, wir müssen doch erstmal wieder zurück. Die Sonne geht auch wieder unter. Ihr merkt, es wird schon wieder Nacht. Ich finde das sogar sehr geil, habe ich ja, glaube ich, schon mal letztes Mal gesagt. Dieser Tag- und Nachtzyklus ist schon... wo ist die Leiter? Achso, nach oben. Die Leiter ist weg. Nee, dass ich diesen Tag- und Nachtzyklus schon sehr, sehr cool finde. Das gibt auch... noch mehr von der Atmosphäre. Kommt noch besser rüber dann. So, erstmal mal gucken. Jetzt erstmal gucken. Gucken, gucken, gucken. Dass wir jetzt nicht nur zum Boot gehen, sondern auch irgendwie... Vielleicht war ja irgendwo eine Abzweigung, die wir echt übersehen haben. Zwischendurch setzt der Wind mal aus, weil wir wahrscheinlich in so einer Windnische sitzen.
Hashtag Windnische. So. Allihop. Warte mal, von da oben sind wir gekommen, ne? Und dann mussten wir da, aber hier geht's ja nicht weiter. Verdammt. So, ich probiere es jetzt mal. Ging es hier vielleicht weiter irgendwie? Dass wir hier vielleicht irgendwas... Nee, da sind wir ja vorhin da lang geklettert. Das war ja das, wo es nach oben ging. Jetzt ist, oder vielleicht ist auf der anderen Seite des Gebäudes vielleicht doch noch so eine... So eine Anlegestelle. Wo wir vielleicht da mit dem Boot nochmal ansetzen können. Mal schauen. Ich versuche natürlich mein Bestes zu geben, hier alles rauszufinden, alles zu entdecken mit euch zusammen. Boah, diese Tauben, ne? Die gehen mir jetzt schon auf den Sack. Schrecklich. Nach oben ging es auf jeden Fall nicht mehr. Hier geht es auf jeden Fall irgendwie nach oben. Und da ist doch schon das Boot. Das macht mich ein wenig stutzig jetzt gerade. Und es fängt schon an zu blitzen. Hallo? Und ich habe jetzt auch total die Orientierung verloren, auf welcher Seite des Gebäudes jetzt das Buch war. War das jetzt hier gewesen oder war es drüben? Also drüben ist ja relativ. Angst, dass sie runterfällt. Hier muss... Warte mal, nee, das war da, wo die zwei Türme waren, ne? Wo waren das? Verdammt. Hier kommen wir auch noch. Waren wir hier schon? Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir hier schon waren. Ah, guck mal einer an. Guck mal einer an. So, da kommen die Pflanzen aus dem Meer geschossen. Huch, hallo? Da wollte ich gar nicht hin. Und da ist aber auch schon das andere Buch. Sauber, da haben wir alle Bücher hier gesammelt. Sehr schön. Wir sind voll die Bücherfee. Prinzessin Lillifee, die alte Bücherfee. So. Ich glaube, wir können auch hier lang klettern. Ich schau mal eben kurz auf die Karte. Ich meine nämlich... Ja, ich meine da geradeaus auf der anderen Seite des Meeres haben wir da auch noch ein Gebäude mit einem Buch, einer Geschichte. Und hier kommen wir dann natürlich jetzt erstmal zurück wieder zum Boot. Ein bisschen hat das auch was von... Oh, wie hieß es denn früher nochmal, dieses Spiel? Pitfall, glaube ich, hieß es. Pitfall, glaube ich, war das gewesen. Kennt einer von euch vielleicht noch Pitfall? Boah, das war so ein geiles Game. Das war auch so eine Mischung aus Indiana Jones und Nathan Drake. So, jetzt mal eben schnell auf die Karte gelöscht. So, da lang. Da ist doch schon das Buch, ich sehe es. Es leuchtet mir in die Augen. Aber wir wollten ja auch Monumente, ne? Stimmt ja. Das heißt, ich werde die Karte erstmal abfahren. Ist das nicht eine andere Brücke? Ich glaube, das ist eine andere Brücke, ne? Kann das sein? Als wie die, die wir schon gesehen hatten? Kann ich da durchfahren? Yay! Boah, ist ja krass. Tschüss, macht's gut. Ciao, Welt. Ah, das gehört zu einem so den Monumenten.
Der silberne Pass. 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 Der silberne Pass. Also eine Brücke. Sehr schön. Haben wir das auch? So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die Monumente immer so außerhalb der... Ich will immer die Insel sagen, aber es ist ja eine Stadt, der Stadt liegt. Sieht förmlich so aus, als ob da oben ein Überlebenspackage ist. Und ein Buch. Habe ich das wenigstens auch einkassiert. So, mal schnell und fix auf die Karte geschaut. Fahren wir mal hier lang. Uns folgen auch immer die Delfine. Das finde ich sehr schön. Ah, oh, wie süß. Ich liebe Delfine. Yay. Was? Sunshine? Kondos? Okay. All you only. Sorry, option for you. Was? And your phone. Ich kann das manchmal kaum lesen. Chillium Air Conditions. Keine Ahnung. Was war das? So. Da könnte noch ein Gebäude sein, was vielleicht dazugehört zum Monument. Wir müssen, glaube ich, nur noch zwei finden oder so. Ich werde mal hierhin segeln, wollte ich jetzt schon sagen. Fahren mit dem... Schwimmen mit dem Boot. Obwohl, was sollte das sein? Das könnte was sein da hinten. Hui. Noch eine Brücke. Können wir da durchfahren? Tatsache. Es gehört bestimmt auch noch dazu. Hallo? Okay, ich werde abgetrieben nach links. Ich kann nichts dagegen tun. Es gehört also doch nicht dazu. Weil das ist ja schon heavy. Okay, das gehörte also nicht dazu. Dann rudern wir nochmal hier lang. Hallo? Framerate? Schön, dass du da bist. So, haben wir hier noch was Schönes? Hallo, Framerate? Was ist los? Okay, ich glaube, hier ist aber nichts, was wir hätten entdecken sollen können. Nochmal eben schnell auf die Karte geschaut. Nee. Da war soweit nichts. Da könnte aber noch was sein. Da leuchtet ein Buch. So. Da oben leuchtet auch eins. Können wir das markieren? Ja, sehr schön. Dann haben wir das wenigstens. So, noch eben den Anlegeplatz suchen. Wo ist denn der hier? Ah, da. Hui. So. Und schauen wir mal. Das war hier mal eine weitere Geschichte aufdeckende Stadt. Und wir versuchen das irgendwann auch mal dann so ein bisschen zu entziffern. Weil, wie gesagt, zu lesen wird es hier, glaube ich, nichts geben. Aber zumindest haben wir dann ein paar Bilder, die wir dann, ja, versuchen können zu entziffern, enträtseln. Müssen wir schauen. Ein einzelner Mensch. Ja. Mit den schönen Worten, ein einzelner Mensch, wie ich es bin, ja, werde ich mich jetzt einfach mal wieder von euch verabschieden, auch wenn es gerade so wunderschön ist und... Mit dieser harmonischen Melodie verabschiede ich mich einfach mal, ja, in eine weitere Folge Submerged.
Und ich hoffe, wir werden bald wieder gesund. Bis dahin, auf Wiedersehen.